Jojo, Burek hier, nächstes Video, und zwar die gemiedene Villa. The Shunt Manor. Ziemlich groß, ziemlich viele Champions. Und aufgrund der Tatsache, dass dort auch ziemlich viele Vampire sind, hässlich im Map. Flimmert euch rein, direkt hier zu dem Schrein. Holt euch den Buff ab. Und dann geht's auch direkt weiter. Braucht hier. Wow. Nicht unnötig Mobs killen und Zeit vergeuden. So, hier rauflaufen und dann findet ihr auch schon den ersten Champion. Im nächsten dunklen Ritter. So. Und jetzt kommt's praktisch zu dem hässlichen Part. Direkt durchlaufen, holt euch den Checkpoint und am besten direkt raus. Das ist praktisch unmöglich. Wenn man nicht irgendwie schon ziemlich gutes Gear hat. Oder zumindest mit dem Bild, das ist ein Selbstmordkommando. Da ganz klar. Oh. Alles klar, das ist schon fast der schwerste Part erledigt. Was das hier angeht, ist eigentlich schon prüfbar. Boah, die Mucke ist ja krass. Krasses Sheet. Champion hier. Den hab ich auch gekillt. Boah, das kann ja keiner geben. Das ist ja auch tot. So. Ab zum Schrein. Und die Champions. Hier auf der rechten Seite findet ihr einen Schatz. Hier. Ja, ein weiterer Champion. Ah! Naja. Ja, voll perfekt. Und mit einem Laggy-PC auch nicht weit. Ja, ich weiß nicht, ausgedacht. So. Einfach rein. Durchsprinten. Bosskill. Und direkt raus und an die Wand hier reinspringen. Rüber und dann seid ihr auch schon direkt bei dem Boss. Der Timmy. So. Kriegt ja auch einen Erfolg. Und dann könnt ihr auch schon direkt durchlaufen.
Ihr müsst ja aufpassen, Spinnen fallen herunter. Wenn ihr einmal durch seid, dann ist ziemlich einfach die folgenden Monster zu killen, die dann durchlaufen. Oder ja, praktisch alle durch die Mauer holen und sterben. Immer sobald ihr im Chat Tees seht, holt euch die direkt, weil die Anzahl der Keys sind auf 50 limitiert. Und natürlich. Auch wenn man selber Keys gefunden hat, immer sharen. Da wartet dann natürlich auch von anderen aus. Zack. Und das war's dann auch schon mit der Instanz. Dann bedanke ich mich herzlich und wir sehen uns im nächsten Video.